Es ist wunderbar und es ist Nacht. Nee, wir müssen trotzdem schlafen gehen. Es ist gut so. Also, Zeit geht voran, das ist gut. Wir schlafen noch mal eine Runde, da können wir noch mal einen Tag quasi so Modus weiterarbeiten. Genau. Was haben wir denn hier aktuell an Blöcken da? Wir haben 14 von den mindesten Blöcken. Das heißt, wir haben theoretisch gesehen, können wir die Blöcke alle hier hinsetzen. Wir haben Tuff. Was haben wir denn? Gravel oder Stein? Stein ist direkt nebenan, das können wir nicht nehmen. Weil er auch. Wir könnten den Chisel. Der Chisel ist auch schon direkt in der Nähe irgendwie so polished. Polished ist auch anliegend. Smoothstone ist auch quasi anliegend. Was haben wir denn nicht anliegend? Den grauen Konkret, der ist quasi da schon ewig viel. Dann kommt der Tuff da rein. Gut. 14, also alles, was 14-fach ist, kann schon mal definitiv hier hin. Wir haben nur Andesite normal, liegt aber direkt an. Cobblestone ist irgendwo weiter weg, gefühlt. Super. Chiseled Stone passt wunderbar. Da hinten haben wir schon wieder einen weiteren gefunden. 14 und dann hier 15. Polished. Nee, das ist zu Dings da. Da packen wir jetzt mal kurz den hin. Genau. Das können wir da hinsetzen. 15, was haben wir denn da? Andesite. Normal Andesite. Ja, doch, normal Andesite. So, 15 und dann hätten wir noch hier die Blöcke. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir es gestalten. Den haben wir. Gravel ist direkt in der Nähe. Stein ist nirgendwo. Gravel ist gut. Andesite. Auch gut. Wolle, ja, passt. Nehmen wir. Jetzt haben wir überall noch 14 Stück, ne? Ja, dann ist das eigentlich relativ egal. Dann können wir nämlich hier den den normalen Stone Brick können wir hier hinsetzen. Ne, der ist direkt angrenzend, das geht nicht. Gute Frage. Wie sieht's aus mit Cobblestone? Cobblestone können wir da hinsetzen. Zack. Ja, das ist eine gute Sache. Den Concrete Powder ist da. Wir hätten Gravel, wäre viel Tuff, ne, sag ich schon. Andesite finde ich nicht schlecht. So, jetzt müsste doch quasi der Weg einmal komplett durch sein. Jawohl. Hier fehlt nichts. Hier ist auch durch. Und hier sind wir auch. Da müssen wir eigentlich vielleicht nochmal so zwei, drei Böcke schief da reinmachen, dass das so schön aussieht. So, wunderbar. Was haben wir denn hier? 14. Stone? Haben wir so viel Stone? Auf 13 einfach mal runter reduzieren. Genau, 14, 14, 14. Wunderschön. Und den auch noch in 14. Warte mal, da müssten wir aber dann hier hinsetzen. Zack. So, was haben wir denn? 13. Jetzt haben wir noch 14 Tuff. 14 Tuff und 14 Wolle. Perfekt. Ah, endlich ist es fertig. Jetzt können wir jetzt nämlich nochmal weitergehen. Beziehungsweise nicht weiter, sondern wir gehen nach oben. Wir gehen zu unserem Lager, weil das Lager ist nämlich hier. Wir gucken aber mal ganz kurz hier vorbei. Ja, ist gut was an Eisen da. Und bevor wir jetzt weiterfliegen, fliegen wir mal ganz kurz hier vorbei. Gucken mal, was da abgeht. Zack. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, was da an Eisen ankommt. Zack, und dann geht's hier rüber. Wunderschön. Hier ist auch ein Zombie. Ich glaube, das ist aber trotzdem mein Zombie, den ich hier mal eingesperrt habe. Genau, den Full Gold Zombie mit dem Eisenschwert. Wunderbar, so, jetzt können wir nämlich alles mal wieder voll machen. Zack. Ah, wir haben hier noch ein Concrete Powder. Das heißt, wir müssen gleich mal ein. Ein Concrete Powder gleich nochmal zusätzlich setzen. Dann sind die Stacks auch wieder auf einmal, können wir wieder zurückgehen.
Dann sind sie wieder voll. Auf, zurück damit. Wunderschön. Dann setzen wir jetzt gerade direkt zuerst das Powder einmal hier hin. Wunderschön. Und zwar da einfach hin. Ne, warte. So, dahin. Was cool wäre, wir haben aber nicht so viele Plätze. Wir haben tatsächlich mehr wie... Ah, wir haben zwei extra. Das heißt, wenn wir die jetzt hier tun... Wir könnten theoretisch gesehen einfach sagen, wir machen jetzt einfach hier so zack, zack. Ah ne, warte, das können wir nicht. Ah ne, das können wir auch nicht. Wie haben wir denn jetzt hier gerade genau, gerade zufällig dieselbe Reihenfolge? What? Dann müssen wir die mal ein bisschen tauschen. Also wir könnten theoretisch gesehen jetzt einfach so machen. Zack, 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 zack. Wunderbar. Der dahin, wenn wir jetzt hier so einfach mal sagen, wie man zack, 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 zack. Oh, nee, das nicht. Und wir setzen jetzt die hier einfach mal mit 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir jetzt wieder ein Stack voll und dann können wir jetzt zack. So, und dann können wir jetzt hier 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Zack. Ah, ne, warte. Wir können das nicht zweimal setzen, das geht nicht. Zack, zack. Wieder zweimal? Ne, wir haben einfach nur nicht aufgepasst. So, wunderbar. Da können wir hier zack, zack, zack. Ist das eine bessere Methode oder... Also schneller wird es halt auf jeden Fall anders gehen, glaube ich. Wobei, so sieht man halt definitiv den Fortschritt. Das heißt wieder 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ja, es ist schwierig, weil du trotzdem hier die gefühlt selben Blöcke hast. So, wir haben hier noch irgendwo 62 und das 61 und wir haben noch 62, zack, zack. Oh, so. Oh, ein Wandering Trader. Also es geht tatsächlich anders schneller. Hast du irgendwas Schönes? Small Drip Leaf? Können wir uns eigentlich selbst farmen? Eigentlich können wir alles selbst farmen, was du hast. So, also wir können theoretisch gesehen auch einfach mal weitermachen und sagen, wobei es eigentlich auch cool ist, so diese Technik. An sich. Man kann sie halt ein bisschen variieren. Und man kann es auch anders machen. Oder was meinst du? Dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt selbst gesetzt? Die haben wir gesetzt. Also können wir hier eigentlich wieder mit 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Zack, zack, zack. So, wir wollen dahin. Ja, es geht aus. Okay, also 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das Problem ist halt, man hat halt so ein bisschen tatsächlich trotzdem noch mehr dasselbe. Sei denn, man macht das einfach. Fach mal so, warte mal so. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und mal so ein bisschen. Ja, aber man müsste halt da hinten nochmal hingehen. Das ist halt so ein kleines bisschen das Problem. 5, 6, 7.
7, 7, 7. Was brauchen wir denn? 7, 8, 9. Zack, 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 zack. Deshalb können wir das einfach so 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Zack, 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 zack. Und zack. Dann können wir jetzt hier einfach mal sagen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann sind wir nämlich ein bisschen definitiv hier schön entspannt. Das heißt, wir haben hier überall 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist ein bisschen Krawall da. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, zack. Und dann können wir auch mal kurz gucken, wie es schon geht. Ich meine, es geht schon so auf diese Technik, aber ich glaube, die dauert einfach länger. Ich glaube, die dauert einfach länger, bis wir das da durch haben. Ne? So. Ja, ist doch schön. Oh, da wurde getötet. Cool. Zack. Okay, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefallen hat, dann lasse eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.